Worüber wollen wir heute sprechen? Über Nachhaltigkeit. Und jetzt könnte man natürlich sagen, Nachhaltigkeit, so ein Luxus in Zeiten wie diesen, wer kann sich das leisten? Aber ja, wie wir schon gehört haben von unserem Gastgeber, Nachhaltigkeit ist durchaus eine Zukunftsvision, zumindest finden wir das. Und warum sicher und nachhaltig vielleicht das Geschäftsmodell der Zukunft ist, was Green Travel und Nachhaltigkeit als Schlagwort für die Reisebranche und für die Reisebüros im Speziellen eigentlich bedeutet in der Corona-Krise und wie man von Nachhaltigkeit profitieren kann, darüber wollen wir heute sprechen. Und davor gibt es einen inhaltlichen Input zum Thema Nachhaltigkeit, damit wir alle ins Boot holen können. Ich weiß, es sind viele da, die sich angemeldet haben, die schon sehr viel Nachhaltiges tun, sich sehr im Thema engagieren. Aber ich denke und hoffe, dass auch viele neue dabei sind, die einfach mal eintauchen wollen in das Thema. Und ja, da gibt es eine kurze Vorstellung und ich darf das Wort an die Cornelia Kürs übergeben, wird einen inhaltlichen Input jetzt geben. Ja, einen schönen Nachmittag. Bevor ich mich vorstelle, würde ich gerne die Kerstin noch bitten, sich selber vorzustellen, wenn du das noch kurz machen möchtest. Ja, ich habe heute nur meinen Respekt-Hut auf, deswegen habe ich gesagt, machen wir den Namen von Respekt. Ja, mein Name ist Kerstin Donal, ich bin seit einigen Jahren jetzt schon im Thema Nachhaltigkeit und Menschenrechte im Tourismus unterwegs. Das beinhaltet Kinderschutz, Menschenrechte allgemein von und das Thema Nachhaltigkeit, da gibt es nicht so viele zentrale Stellen, die sich damit befassen und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute in diesem Rahmen auch dabei sein darf. Danke Kerstin, danke auch für die Organisation der Veranstaltung. Ja, einen schönen Nachmittag von mir noch einmal. Mein Name ist Cornelia Kühas. Ich betreue bei Respect NFI die Projekte im Bereich nachhaltiger Tourismus. Und ich möchte, bevor wir Medias in Res gehen, nur ganz kurz unsere Organisation vorstellen, für alle, die uns noch nicht kennen. Die Naturfreund Internationale ist die Dachorganisation der internationalen Naturfreundebewegung. Wir feiern heuer unser Jubiläum. Wir sind vor 125 Jahren hier in Wien gegründet worden. Also sehr nachhaltig offensichtlich. Genau, richtig. Ja, und es war von Anbeginn ein Anliegen der Naturfreunde, dass die Natur für alle offen steht, frei zugänglich ist. Und damals, wie heute, bieten wir auch ein großes Angebot an Bewegung, Sport in der Natur an. Und daraus hat sich auch unser Engagement für den nachhaltigen Tourismus quasi ergeben. In dem Bereich sind wir jetzt schon seit vielen Jahren tätig, eben im Arbeitsbereich Respect NFI. Ja, und der Schwerpunkt unserer Projekte, unserer Kampagnen ist es, Bewusstsein zu schaffen für nachhaltigen Tourismus. Da wollen wir sowohl die Reisenden ansprechen, aber eben auch die Tourismuswirtschaft. Und darum freut es mich ganz besonders, dass wir heute hier auch im Reisebüro Gast sein dürfen und dass wir die Praktikerin heute auch online leider aber zu Gast haben. Die Reisebüros spielen ja im nachhaltigen Tourismus eine große Rolle. Ich möchte da kurz zitieren aus einer Studie, die im Frühsommer vom Verein für Konsumenteninformation und vom Michelin Umweltzeichen gemacht wurde. Da wurden Reisende befragt, wie sie jetzt in Corona-Zeiten ihren Urlaub planen werden und wollen. Und ein Ergebnis, das ich ganz interessant finde, war, dass also knapp ein Viertel der Befragten angegeben hat, dass sie jetzt verstärkt ins Reisebüro gehen wollen, weil sie dort eine sichere Beratung erwarten, kompetente Beratung und auch ein nachhaltiges Angebot finden. Und ja, es ist jetzt gerade in Zeiten von Corona stehen ja Sicherheit, Gesundheit, Nachhaltigkeit, auch Umwelt und Natur und Klimaschutz ganz oben in der Prioritätenliste, wenn man im Urlaub auch buchen oder machen möchte. Du hast jetzt kurz das Umweltzeichen erwähnt. Ja? Ja. Also das ist ja, sagt man dann, die Königsdisziplin, wenn man so will. Also von der Nachhaltigkeit, das heißt, da gibt es ein Zertifizierungsverfahren. Das ist informiert ihr da auch drüber? Gehört das zu eurer Kampagne dazu? Das Umweltzeichen
also oder überhaupt Zertifizierungen gehören auf jeden Fall auch zu unserer Arbeit dazu, weil das auch ein wichtiges Instrument ist. Ich denke auch für die Unternehmen selber zu schauen, wie steht man, was kann man noch tun, wie kann man sich weiterentwickeln. Und das ist auf jeden Fall auch ein großes Thema. Ja, wunderbar. Das Umweltzeichen ist ja auch an Bord und unterstützt hier, was ich auch ganz großartig finde. Wie ist denn die Erfahrung eigentlich? Also dass Reisende sich interessieren für Nachhaltigkeit jetzt in diesem Individualreisetrend, kann ich gut nachvollziehen, ja. Dann orientiert man sich wahrscheinlich ein bisschen an Labels. Aber sehr spannend, dass doch viele wieder zurückkehren wollen ins Reisebüro. Wo seht ihr denn zum Beispiel den Mehrwert jetzt für eine Beratung im Reisebüro, wenn es um die Nachhaltigkeit geht? Also ich glaube, wenn man einfach an einem Ort die ganze Information beisammen hat quasi. Denn sonst, wenn man sich informiert im Internet, braucht es viel Recherchearbeit. Es gibt viele Informationen, man weiß nicht, worauf kann man sich verlassen, was ist vertrauenswürdig. Mhm. Und die Kollegen im Reisebüro wissen Bescheid und können wirklich schnell und kompetent die richtige Reise, das richtige Urlaubsangebot dann auch herausfinden. Ja, es wird offenbar auch geschätzt. Also ich hoffe, ich weiß nicht, wir werden dann später noch näher darauf eingehen, aber ich denke, es ist sicherlich ein, wenn wir sprechen über Sicher und Nachhaltigkeit, also das Thema Sicherheit wird auch ein Trend sein, wo die Reisebüros sich sicherlich mehr engagieren werden in Zukunft. Ja, ich bin gespannt. Also ganz am Anfang, wir haben ja noch gesagt, Thema ist, warum ist es eigentlich nicht nachhaltig, wenn nicht gereist wird? Das ist so eine zentrale Frage. Ich war total überrascht, muss ich sagen, ich persönlich, in Konversationen in den letzten Monaten, die ich ja doch immer wieder geführt habe mit verschiedenen Menschen aus der Tourismusbranche. Und da kam dann so ein zynisches, haha, ja, wir sind ja sehr nachhaltig gerade, weil wir reisen gar nicht und das ist ja am allernachhaltigsten. Mhm. Und da habe ich mir gedacht so, okay, also ich verstehe die erste Reaktion, aber welches Verständnis für Nachhaltigkeit steht eigentlich hinter dieser Aussage? Und ist es dann nicht vielleicht notwendig, auch noch einmal ein bisschen zu forcieren, ein paar Aspekte der Nachhaltigkeit, die zu kurz kommen oder bis jetzt auch öfter zu kurz gekommen sind, nämlich die Balance zwischen ökologisch, ökonomisch und sozial. Also es ist sicherlich nicht nachhaltig, wenn eine ganze Branche am Sterben ist oder in der Krise steckt. Ja. Genau. Was begegnet euch da in der Arbeit? Ist das nachhaltig gleich grün oder gibt es da andere Aspekte auch noch? Ja, grün bezieht sich ja meistens auf den Umweltaspekt. Der kommt den meisten als erster in den Kopf. Aber bei Nachhaltigkeit geht es, wie du schon gesagt hast, um viel mehr. Es geht um die sozialen Aspekte. Es geht darum, dass einerseits viele Arbeitsplätze im Tourismus da sind, dass auch in den Destinationen viele Menschen vom Tourismus leben, aber auch vom Tourismus betroffen sind, die jetzt vielleicht nicht direkt im Tourismus arbeiten, sind die Menschen, die vor Ort leben. Es ist einfach ein breites Spektrum, was da zur Nachhaltigkeit dazu gehört. Mhm. Ja, ich bin gespannt, wie dann die Reaktionen von Ihnen sein werden und ob es wirklich zynisch ist, vielleicht ein bisschen mit nachhaltigen Gesinnen in die Zukunft zu schauen und vielleicht dort nach neuen Wegen zu suchen. Ja, soweit die Theorie, hätte ich gesagt, ja, oder? Ja. Wollen wir einen Blick in die Praxis werfen? Ich freue mich schon auf die Inputs und auf eine hoffentlich anregende Diskussion. Ja, ich mich auch. Danke, danke. Cornelia. Ja, also ich habe jetzt, wie schon angekündigt war, die Freude, einen Gast zu begrüßen, die Julia Balatka von JB Travel. Hallo Julia, grüß dich. Davor möchte ich noch kurz auf ein paar kurze Zahlen eingehen. Ich habe es heute nachgelesen, in Österreich über 2600 Reisebüros. Und den Reisebüros ist ja in diesem Jahr, glaube ich, so viel widerfahren wie keiner anderen Branche. Also es beginnt mit von der Frau Bundesministerin schlichtweg vergessen. Ja. Das Ausmaß der beinahe bis völlig gratis geleisteten Arbeit ist also ganz deutlich sichtbar. Ich würde sagen, erstmals in der Geschichte der Reisebüros, wo man eigentlich wirklich ein Gefühl dafür bekommt, was geleistet wird und wie viel dieser
Arbeit offenbar nicht entsprechend auch entgolten wird. Dann mehrfachen Aufwand durch Betreuung von Gästen, Rückholungsaktionen, Rückabwicklungen, Rückzahlungen, bis ans, also wirklich an die Existenz, ein Informationswirrwarr. Ich weiß bis heute nicht, wo man die richtige Information wann herbekommt, aber jetzt so als Kundin würde ich auch den ersten Weg einmal ins Reisebüro suchen, auch wenn die Türen jetzt meistens geschlossen sind. Ja, und dann gibt es auch noch Stimmen, die ich immer wieder vernehme aus Facebook-Gruppen und aus Konversationen mit Kolleginnen und Kollegen, die sagen, es gibt auch eine mangelnde Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Playern. Und in diesem Überlebenskampf an allen Ecken und Enden würden sie sich doch eine engere Zusammenarbeit wünschen mit anderen Playern. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Und das alles sind Sachen, Julia, die hast du auch durchlebt die letzten Monate. Und was meinst du? Mal die wichtigste Frage zuerst. Was glaubst du, warum es gerade jetzt wichtig ist, die Krise zu nutzen und auf Nachhaltigkeit zu setzen? Weil man jetzt Zeit dafür hat, gewissermaßen, weil neue Reisen bucht man eher nicht, leider. Ja. Die Rückabwicklungen sind eigentlich mehr oder weniger erledigt. Mhm. Und das Problem meistens ist, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen, dass man das immer dann macht, wenn man Zeit hat, aber dann wird man immer vom Alltag eingeholt und man hat keine Zeit. Die größte Herausforderung jetzt ist, seine finanziellen Sorgen beiseite zu schieben, was ein ganz schwieriges, ja. Wirklich ganz schwierig ist. Ja. Ich sehe sie alle schon so nicken. Und einfach sich frei zu machen und wirklich für was Neues. Mhm. In Wahrheit glaube ich, dass der Tourismus nur überleben kann, wenn er sich nachhaltig ausrichtet. Und es ist nicht nur der Tourismus, es ist, wenn wir unsere Planeten retten wollen und für uns Menschen auch in Zukunft lebbar erhalten wollen, dann müssen wir einen ganz massiven Wandel machen, einen wirtschaftlichen Wandel, und der geht in Richtung Nachhaltigkeit. Mhm. Wieder den Mensch und seine wahren Bedürfnisse in den Vordergrund stellen und nicht Profitmaximierung. Ja. Und man sieht sie auch jetzt in der Krise. Ja, also ich bin bis zu einem gewissen Grad keiner Airline böse und keinem Hotel böse, wenn es die Anzahlungen nicht zurückzahlt, obwohl die Kunden nicht kommen. Auch die kämpfen ums Überleben. Mhm. Das Problem ist nur einfach, man sieht ja ganz genau, was passiert, wenn jeder nur für sich denkt und nur meins rettet, wird es keiner schaffen. Schaffen können wir es nur gemeinsam. Anders geht es nicht. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was im Tourismus sehr, sehr schwach ausgeprägt ist, das Gemeinsame. Die Solidarität, das habe ich auch gehört. Ja. Ja, also das haben sich viele gewünscht, mehr Solidarität untereinander auch zusammenhalten. Man sieht in erster Linie immer nur den Konkurrenten. Das Nachbarreisebüro nimmt mir meine Kunden weg und das Nachbarhotel nimmt mir meine Kunden weg, anstatt dass man irgendwie erkennt, dass man gemeinsam immer mehr erreichen kann. Mhm. Und ich hoffe, dass durch diese wirklich extreme Krise, die wir einfach haben, die einfach wirklich an die Existenz geht, ja, dass die Leute dazu bringt, sich einfach zusammenzutun und sich Neues zu überlegen gemeinsam. Und ganz, ganz viele Möglichkeiten und Lösungen gibt es ja Gott sei Dank schon, weil es gibt immer in allen Gebieten Pioniere, die Neues lange vorher testen, bevor es en vogue ist. Und ich denke mal, in Wahrheit müssen wir dahin kommen, dass der nachhaltige Tourismus die Norm ist und nicht so wie jetzt ein Nischenprodukt. Ja, darauf komme ich gleich zurück, weil das ist ein sehr gutes Stichwort mit der Nische. Ich war gestern auf einer Veranstaltung zum Thema Nischentourismus. Und das war genau das, was du sagst, es war extrem spannend, da zu sehen, dass alle Nischenprodukte, die vorgestellt wurden, waren nachhaltige Produkte. Also und ich habe mich dann gefragt, warum steht da eigentlich im Sagen mit diesen immer noch Nische drauf? Weil das breite Wissen darum fehlt, wie es funktioniert. Und in Wahrheit muss ich ganz ehrlich sagen, immer wenn ich in ein normales Reisebüro hineingehe, wundere ich mich diesem enormen
Konkurrenzdruck, den man sich tatsächlich ausliefert, wenn man Industrieprodukte verkauft. Ja? Mhm. Weil ich sage immer, was ist der Unterschied zwischen Industrie und Handwerk? Und ich verstehe uns Reisebüro-Menschen, die wir Reisen zusammenbauen, als Handwerk. Ja? Vielleicht mehr ein geistiges Handwerk, aber es ist trotzdem handwerkliche Arbeit. Industrie zeichnet sich aus durch Austauschbarkeit. Mhm. Und ob der TUI oder Thomas Cook oder Neckermann oder wie sie alle heißen draufsteht, ist egal eigentlich. Ja? Die Unterschiede sind nicht erkennbar. Und ich weiß es doch auch von Kolleginnen im Reisebüro. Ich habe nie in so einem Reisebüro gearbeitet, aber ich weiß es aus Erzählungen, wo die Leute reinkommen und es egal war, was die wollten. Man hat das verkauft, was man dringend noch verkaufen musste, um zu dieser Overriding-Provision zu kommen, damit man als Reisebüro überhaupt überleben kann. Und das Problem, glaube ich, ist wirklich, dass man das traditionellerweise Reisebüros von Margen gelebt haben. Mhm. In den 70er Jahren habe ich mir sagen lassen, so alt bin ich noch nicht, haben Airlines 30% Provision an das Reisebüro gezahlt. Davon kann man heute nur träumen, oder? Und ich sage, wenn man sich anschaut, was ein Flugticket heute kostet, der Grund, warum es so viel billiger ist, das ist die 30% Marge, die sie sich eingespart haben. Mhm. Ne? Also in Relation, aus besten Kosten, ja, den Kosten vom Vertrieb natürlich. Und dadurch, dass das Geschäftsmodell ein rein provisionsbasiertes war und immer noch ist, ja, hängt man jetzt so in der Luft, weil es ganz schwierig ist, den Kunden dazu zu bekommen, die Leistung des Reisebüros zu bezahlen. Mhm. Und ich denke mir, in Zeiten wie diesen, mit einem austauschbaren Produkt, mit 3 Klicks im Internet, was muss ich noch in ein Reisebüro gehen? Also muss man ja als Reisebüro sich wirklich besinnen und sagen, okay, was ist mein Mehrwert? Der Mehrwert ist das Wissen jedes Einzelnen, die Erfahrung, auch der Zugang zu Informationen. Wenn man nichts anderes tut als Reisen im Internet recherchieren, findet man ja auch alles sehr viel schneller als jemand, der dann... Also das ist ja das Dilemma. Ne? Also wir kennen das, glaube ich, alle. Da will man irgendwie so, denkt sich, ganz schnell und der Kurztrip vielleicht und dann presst man irgendwie diese Organisation noch in den Alltag und ist dann total frustriert, weil man ewig braucht. Also ich kenne niemanden mehr, der einfach so ein Flugticket online kauft. Das ist immer, erstens ist der Preis immer überraschend, als nächstes hat man 1000 Flüge angeschaut, dann war wieder was nicht da und nicht dort. Also das ist schon mal mühsam. Und dann hat man ja immer noch nicht die anderen ganzen Dinge organisiert, die man gerne organisiert haben würde. Ich glaube auch, dass es ganz viele Menschen gibt und ich zähle mich da auch dazu, die auf gute Beratung einfach Wert legen und ich glaube, das ist auch in Zukunft wieder im Kommen. Sag Julia, jetzt eine ganz konkrete Frage, ja? Wie geht es dir eigentlich? Also wie war es für dich? Wie war die Krise? Wie hat sich die getroffen und warum lächelst du heute noch? Lächeln tue ich, weil ich ein positiver, optimistischer Mensch bin und weil es mir total gut geht, obwohl ich nicht weiß, warum, weil finanziell geht es mir definitiv nicht gut. Einnahmen habe ich keine, Ausgaben natürlich trotzdem. Aber ja, ich denke mir halt in dieser Situation, es ist ja nicht mein persönliches Problem, dass ich keine Einnahmen habe. Dieses Problem haben wir alle gemeinsam. Und dann wird sich für uns auch eine Lösung finden, weil anders kann es nicht sein. Mhm. Dazu hängt tatsächlich zu viel am Tourismus. Und auch die UNO, habe ich jetzt gelesen, hat in Brüssel irgendwie klar gemacht, sie müssen den Tourismus wieder ganz oben auf ihre Prioritätenliste setzen. Ja. Weil der Tourismus einfach weltweit gesehen ein ganz, ganz relevanter Faktor ist und auch in vielen Entwicklungsländern die Möglichkeit gegeben hat oder einfach in schlecht, oder sagen wir mal, mit bescheidener Infrastruktur, ländlichen Gebieten sozusagen irgendwie Möglichkeiten für Einkommen zu generieren geschaffen hat. Ja. Mhm. Und eines der Dinge, die mich auch wirklich immer ärgern, ist, wenn man nachhaltigen Tourismus immer aufs Fliegen runter reduziert. Weil ich denke mir, würde Fliegen unser Klima retten, wir hätten es vielleicht tatsächlich schon abgeschafft. Es ist nur leider so, dass das nicht unser Klima rettet. Das heißt, da ist es auch wieder, es ist ein Aspekt, aber nicht das Gesamte. Genau. Begegnet dir das Vorurteil oft ständig und permanent und nicht nur von Kunden, sondern auch von Menschen, die wirklich in dem Thema nachhaltigen Tourismus drin sind, wo man dann liest,
dein Eingangsstatement, was du gesagt hast, ja, eine nachhaltige Reise ist die, die nicht getan wird. Und das stimmt einfach nicht. Ja. Der Amazonas wäre wahrscheinlich schon lange abgeholzt, wenn es keinen Tourismus gäbe. Das hat nämlich zwei Effekte. Zum einen haben sie eine andere Einkommensquelle, aber zum anderen gibt es Menschen, die dann dort waren, dass den Amazonas zu lieben gelernt haben, zurückkommen und sich dafür einsetzen, dass er erhalten wird. Mhm. Also es würde keine einzige NGO in Europa oder den USA geben, die sich für irgendetwas einsetzen, was zum Erhalt der Natur am anderen Ende der Welt dient, wenn dann nicht die persönliche Betroffenheit wäre. Und zu dieser persönlichen Betroffenheit kommt man nur, wenn man hinfährt. Das ist nicht, weil man ein Bild gesehen hat und sich gedacht hat, oh schön, das will ich erhalten. Das muss man schützen. Also, weil Bilder könnten wir uns ja alle ganz leicht. Fahren wir hin, machen wir Fotos, hängen wir es auf und dann holt man ab den Regenwald. Also, ja, ich denke, das beste Beispiel dafür ist immer diese schönen Bilder, die wir von der Weltkugel sehen, von außen. Ja? Also aus dem Weltall, diese Aufnahmen von der Erde. Also das hat ja auch nicht gereicht. Die gibt es jetzt auch schon seit einigen Jahrzehnten und es hat nicht gereicht, dass man sagt, schütze ich. Ja, also das ist schon auch, wir können aber nicht alle ins All fliegen, wir können vielleicht auch nicht alle ans andere Ende der Welt fliegen, auch in Zeiten wie diesen nicht. Aber ich glaube schon, dass es eine Tendenz wieder zurückgibt zur Qualität, zum Wahrnehmen, was schützenswert ist, was uns bereichert und was wir besser außen vor lassen sollen. Ja, ich glaube, es ist einfach insgesamt eine Tendenz da, dass immer mehr Menschen erkennen, was es eigentlich braucht, um glücklich zu sein. Und, aber macht das nicht die Reise? Das hängt jetzt davon ab. Gerade, also das ist, finde ich, ein anderer spannender Aspekt, wenn man vom Reisen spricht, hat jeder ein anderes Konzept im Kopf. Es gibt so viele Motive, warum jemand eine Reise tut. Mhm. Da kann es einfach nur darum gehen, dass man seine Familie oder Freunde besucht oder dass man einen Geschäftstermin hat. Es kann sein, dass man Urlaub macht und das schon, wenn jemand Urlaub macht, will er sich erholen. Der eine erholt sich am Strand, der andere erholt sich beim Wandern, der dritte erholt sich, wenn er was Neues lernt. Mhm. Von dem her, und viele von diesen Dingen sind aber für jeden selber so selbstverständlich, dass wir da oft gar nicht mehr so klar kommunizieren und dann ganz schnell zu Pauschalierungen gehen und irgendwas glauben. Und eines der Dinge, die sich bei uns in Österreich total manifestiert haben, und ich bin noch nicht drauf gekommen, warum, ist, Urlaub ist gleich mehr im Warmen. Mhm. Mehr Sonne oder gutes Wetter, man kauft gutes Wetter. Man könnte ja auch in den Norden fahren, ja? Also die Nordsee und die Ostsee ist wunderschön. Machen eh manche Österreicher, aber ist jetzt nicht. Aber da wird man nicht braun. Ist jetzt nicht. Braun wird man in der Sonne immer. Und da kann man auch sich in seinen Garten oder am Balkon in die Sonne legen, wird man auch braun. Also, ich habe auch diese Vermutung, dass es eigentlich nicht wirklich das Bedürfnis nach der Bräune ist als Statussymbol, weil ich glaube, da hat auch die Gesundheitsaufklärung viel dazu getan, dass das nicht mehr so ist, sondern das ist wirklich das Bedürfnis der Menschen, draußen zu sein. Einfach nicht in einem Raum zu sein, sondern draußen zu sein, in der Natur, die Natur zu erleben, anderen zu begegnen. Und da bin ich jetzt auch wieder, schließt sich für mich der Kreis zur Corona-Krise und zum Lockdown. Was haben die Menschen gemacht? Das war ihnen plötzlich extrem wichtig, raus zu können. Aus den eigenen vier Wänden. In die Natur. Also ich glaube, Menschen mit Garten oder Menschen am Land waren da einfach von Haus aus privilegiert. Versus uns Städter und Städterinnen. Aber Privileg ist auch ein gutes Stichwort. Also bei einer Reise sucht man nicht eigentlich auch so einen privilegierteren Lebensstil? Also wenn ich jetzt hier ins Reisebüro komme, suche ich mir da nicht aus dem Katalog für einen Zeitraum ein anderes Leben aus? Eines, das alles hat, was ich mir so erträume? Auch das ist für manche tatsächlich eine Motivation. Ziehen in... Und ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Grund, warum Airbnb so gut funktioniert. Weil es kein Hotel ist, weil es eine private Wohnung ist und weil man in eine Wohnung ziehen kann, wie man sie selber gerne hätte, aber sie nicht leisten könnte. Für ein paar Tage Urlaub geht es sich aus. Mhm. Oder aber auch um herauszufinden, wie das ist, in einer durchgestylten Wohnung, in irgendeinem Stil, den man halt zu Hause nicht hat, zu leben. Ja.
aber wie gesagt, es gibt wirklich so, so viele verschiedene Motivationen, warum man eine Reise tut und wie man eine Reise tut. Und ich glaube, es muss auch allen Reisebüros klar sein, man wird niemals alle Menschen ins Reisebüro bekommen. Ja. Gerade gestern habe ich mit einer Frau geplaudert und sie sagt zu mir, wenn sie eine Reise macht, dann kauft sie sich eine Fahrkarte, also ob das dann ein Flugticket, Zugticket oder das hängt halt davon ab, wohin die Reise geht und dann fährt sie hin. Mhm. Und das wäre Reiseplanung. Sie weiß, wann sie wieder zurück sein muss. Und den Rest organisiert sie sich vor Ort. Und sie könnte sich das nie vorstellen, irgendetwas vorab gebucht zu haben und so. Aber auch wenn sie das viel zu stressen würde, weil sie aber auch das Gefühl hat, das würde sie einschränken. Sie möchte offen sein für das, was passiert. Ja. Und andere Leute, wenn du denen das sagst, die kriegen Schweißperlen und nur nicht. Ja? Also ja. Da muss jeder Handgriff fast im Programm stehen und wann sie wo sind und wo sie dann was zu essen kriegen. Und, ja. Also, und das sind eben die Bedürfnisse so, so unterschiedlich, dass es schon allein darum, glaube ich, sehr, sehr viele Reisebüros braucht, damit jeder seins findet. Ja, also ist Spezialisierung eine Tendenz, wo man sagt, das könnte man damit lösen, wenn man sich als Reisebüro jetzt genauer aussucht, welche, jetzt, ich will jetzt nicht Nische sagen, weil dann bin ich wieder bei der Nische, aber wenn man sich aussucht. Einen Aspekt vom Kuchen. Genau, einen Aspekt vom Kuchen, sehr schön, danke. Also ja, es ist sicher eine Möglichkeit. Ich glaube, man muss halt umgekehrt aufpassen, gerade im Sinne der Nachhaltigkeit. Ja. Resilienz ist derzeit in aller Munde. Wenn die Nische zu eng ist, dann ist man aber auch ganz schnell wieder weg. Ja. Also insofern, es braucht diese Balance zwischen sehr fokussiert, was man tut auf der einen Seite und trotzdem sehr breit auf einer anderen oder zumindest sehr flexibel, dass man ganz schnell hoppen kann von Flugreisen auf Zugreisen meinetwegen, von Fernreisen auf Nachreisen oder also genau. Das braucht's. Und ich finde, das ist ja auch das, was man jetzt gerade sieht. Das wollte ich gerade fragen, ja? Also wie ist das jetzt? Ja. Ist das nicht jetzt auch so, dass ganz viele umsatteln müssen? Also wir werden es dann vielleicht auch von Ihnen hören, später in der Diskussion, schon eine interessante Frage, was macht man dann? Sucht man sich ein anderes Stück vom Kuchen oder lässt man es ganz oder hängt das Herz noch drinnen? Das ist wirklich sehr unterschiedlich und hängt von den Ressourcen von den jeweiligen Reisebüros ab. Aber gerade Fernreiseveranstalter, wer soll jetzt eine Fernreise buchen? Ja? Ganz, ganz viele Länder sind zu und gerade im nachhaltigen Tourismus ist natürlich die Tendenz da, sich sehr zu fokussieren auf zum Beispiel eine Destination und wenn diese Destination Südostasien heißt, dann hat man einfach zurzeit keinen Auftrag, weil nach Südostasien kann man nicht fliegen. Die meisten Länder haben ihre Grenzen für Touristen zugemacht. Mhm. Ja. Und also auch Ungarn hat seine Grenzen für Touristen zugemacht. Man kann nach Ungarn fahren, aber nicht zum Urlaub machen. Nicht zum Urlaub machen. Man darf zum Friseur gehen, man darf einkaufen gehen, man kann zum Zahnarzt gehen, aber man darf nicht Urlaub machen derzeit, offiziell. Mhm. Ja. Mhm. Die Hotels haben zum Teil natürlich trotzdem offen, weil man darf ja zum Friseur nach Ungarn fahren. Also ich sage mal, man merkt dann schon schnell, manches wird auch wirklich sehr, sehr pervers. Und auch wenn du vorher, das wollte ich noch sagen, gesagt hast, das mit den Grenzen und wohin darf man reisen und permanent verändert sich alles. Das, was ich besonders spannend finde, ist, je nachdem, wo ich mir die Information herhole, kriege ich eine andere. Und ich glaube, das geht vielen so, was oder? Noch viel spannender ist, die Realität hat mit dem, was offiziell irgendwo gesagt wird, auch gar nichts zu tun. Grenzen sind alle zu und man kann einfach rüberfahren und keiner kontrolliert. Ja. Ist dann die Realität. Mitunter. Also ist auch eine Möglichkeit. Ja, aber man kann sich auf nichts mehr verlassen. Man kann sich auf nichts mehr verlassen. Und das, was man schon sieht, ist, das Buchungsverhalten wird immer kurzfristiger, immer kurzfristiger, immer kurzfristiger. Das heißt aber, dass die Planbarkeit für jedes Unternehmen, das in dieser Wertschöpfungskette irgendwo involviert ist von Reisen, ist gleich null. Das ist, ne?
gleich null. Wenn die Leute ihren Flug 3 Tage vorher buchen, wird es den Flug nicht geben, weil die Airline diesen Flug nicht mehr anbietet. Ja. Aber wie geht man damit um? Also ich stelle mir das ja so wahnsinnig stressig vor. Ja. Jetzt kriegt man wahrscheinlich aus 1000 Quellen 1500 Informationen. Man hat aber trotzdem die Verantwortung, oder? Also jetzt, wenn jetzt jemand bei dir bucht, du bist letztendlich verantwortlich. Wie geht man in solchen Zeiten damit um? Also es ist immer so, wenn ich eine Buchungsanfrage kriege, dann im ersten Moment freue ich mich, juhu, ein Kunde. Und im zweiten Moment kriege ich Urstress. Ja? Also so im Sinne, oh mein Gott, im Fall eines Falles kann ich wieder für alles gerade stehen. Ja? Und das ist tatsächlich keine feine Situation. Ja? Und umso wichtiger finde ich ist es, dass man sich eben anfängt und überlegt, okay, was könnte ich denn grundsätzlich anders machen, um mich auch von gewissen Gegebenheiten nicht mehr so abhängig zu machen. Ja? Mhm. Und ich habe zum Beispiel einen Ayurveda-Reiseveranstalter gesehen, weil die Resorts vor Ort haben ja dasselbe Problem. Keine Touristen, keine Einnahmen, kein nichts, ist jetzt vor Ort ja nicht anders. Und die haben dann mit einem Ayurveda-Resort in Südindien, mit dem Arzt dort, Zoom-Meetings gemacht. Mhm. Da hat man so eine Workshop-Reihe buchen können, aber auch einfach nur einzelne Termine zu unterschiedlichen Themen. Und es ging immer um Gesundheit. Und so eine Sitzung hat, glaube ich, eine Stunde oder so gedauert und hat halt, ich weiß es jetzt nicht, aber vielleicht 20 Euro oder so gekostet. Ja. Und ich fand das eben total nett. Und das finde ich sehr witzig, was zum Teil Neues entsteht. Und ich aber glaub, vermittelst du das dann auch? Ist das dann, also geht das dann bis in die Reisebüros hinein? Also ich habe es tatsächlich einer Kundin geschickt, aber vermittelt in dem Sinn habe ich es nicht mehr, weil ich mir gedacht habe, 20 Euro Provision. Also ich meine, da ist mehr Aufwand, da, sich das anzutun. Da gebe ich einfach nur die Information weiter und hoffe, dass sie merkt, dass ich ein gutes Reisebüro bin und mir treu bleibt. Ja, aber auch das ist, also und Kundenbindung natürlich, also ich glaube, da, das hat sich schon auch gezeigt, dass es durchaus, also es ist sehr, man jetzt auch ums Überleben kämpft, aber dass es durchaus auch Unternehmen gibt, die treue Stammkunden haben und einfach mit den, dadurch wissen, dass wenn dann wieder alles geöffnet ist, dass die Leute wiederkommen, weil sie eben die Beratung finden, weil sie das Vertrauen haben, weil es einfach reibungslos funktioniert. Ja. Sag, jetzt habe ich noch ein Thema, was mich auch schon beschäftigt. Jetzt haben wir da uns, gut, es war dann alles zu jetzt im März, ja, man konnte nichts mehr machen. Und dann ging es ja nach dieser berühmten Pressekonferenz, wo ich gesagt habe, da die Reisebüros sich da wirklich wurden hart getroffen, dass sie da vergessen worden sind. Aber man könnte jetzt meinen, im Herbst, wenn ich jetzt mit Tourismus nichts zu tun hätte und schaue mir die Medienmeldungen an, es wäre ein guter Sommer gewesen, juhu, der Tourismus ist gerettet in Österreich, die Sommersaison ist gut gelaufen. Aber in Wirklichkeit schaut es ja eigentlich ganz anders aus, oder? Also es gibt ein paar Gewinner natürlich, es gibt welche, die gut drüber gekommen sind, aber die große Erfolgsmeldung ist das nicht. Und gerade für Reisebüros, wenn ich jetzt gewohnt bin, also wir haben ja hier, weiß ich nicht, die schönsten, wir sind umgeben, Sie können es jetzt nicht sehen, aber Sie haben Ihre eigenen Reisebüros von den schönsten Bildern der ganzen Welt. Das ist jetzt gerade nicht möglich. Wohin wendet man sich? Österreich, ist das eine Option? Natürlich ist Österreich eine Option. Man hat ja auch gesehen, dass tatsächlich sehr, sehr viele Österreicher und Österreicherinnen Urlaub im eigenen Land gemacht haben. Wobei man dazu sagen muss, dass die Österreicher schon immer die wichtigste Kundengruppe im eigenen Land waren. Also man liest überall, die Deutschen wären die wichtigsten. Vom Auslandsmarkt aber nicht vom Gesamtmarkt, wobei es dann natürlich von Destination zu Destination wieder unterschiedlich ist. Und wenn man ein Hotel am See hatte, glaube ich, hat man sich in diesem Sommer wirklich keine Gedanken machen müssen, aber wie viele Hotels am See haben wir? Ja. Wenn man ein Hotel in einer Stadt hat, egal ob Wien, Salzburg oder Innsbruck, glaube ich, also das ist... Weil du auch vorher gesagt hast, die Reisebüros sind am stärksten getroffen worden. Das glauben ganz viele Branchen von sich. Also ja, wir gehören sicher zu denen, die am allerstärksten getroffen worden sind, aber wir sind leider nicht die einzigen, die ganz massiv gestoßen sind. Das gesamte Messewesen, das Kongresswesen, aber auch die Stadthotellerie. Also ich bin sowas von froh, kein Hotel in einer Stadt zu haben. Ja.
weil die Fixkosten eines Hotels, die sind nochmal in einer anderen Kategorie als die Fixkosten von einem Reisebüro. Und es sind keine Touristen da. Ja, aber ist das jetzt, also ist der nationale Markt, weil du sagst, nationaler Markt ist wichtig, steckt nicht da das Potenzial drinnen? Also wenn ich es jetzt vergleiche mit anderen Ländern, also ich habe sehr viel Arbeit auch zu tun in Lateinamerika, da gibt es zum Beispiel das Bewusstsein für Reisen im Land eigentlich nicht als solches, wie wir das haben. Also das heißt, fortbewegen ist meistens mühsam oder man besucht Verwandte, das zählen sie nicht zum Reisen. Oder man hat das Klischee, Reisen müsste ins Ausland sein, das kann man sich nicht leisten. Und da gibt es große Initiativen auch von den Regierungen oft, die Leute zum Reisen im eigenen Land zu bewegen. Ja. Ja. Sind wir da nicht eh schon als Österreicherinnen eigentlich privilegiert, dass wir sagen, na gut, ja, wir können ja wenigstens oder ein Teil von uns kann. Also ich glaube, wenn man in die Geschichte reinschaut, wer ist denn losgezogen, um die Welt zu entdecken? Das waren wir Europäer. Wir sind nach Asien, wir sind nach Südamerika. Mir ist nicht bekannt, dass Südamerikaner nach Europa gekommen sind, vor 1000 Jahren, um nachzuschauen, was hier ist. Ja. Mhm. Und das heißt, aus irgendeinem Grund steckt das scheinbar in europäischen Wurzeln. Wir haben das Reisegehen. Wegzugehen. Wir müssen irgendwie weggehen. Ja. Das heißt, dieses ganze Reisen und Tourismus und alles, wer hat es erfunden? Ja. Also die Pauschalreise hat der Thomas Cook erfunden. Ja. Also, ja. Das heißt, dieses ganze Denken von Reisen und wie das stattfindet, ist ja was sehr Europäisches. Ja. Und das heißt, in Südamerika oder in Asien oder auch in Afrika, die haben schon ihre eigenen Arten des Reisens gehabt, aber das war für sie nicht Reisen, weil das, was sie kennengelernt haben, was Reisen heißt, das waren die Europäer, die da Urlaub machen, ja, und das ist nicht, was sie machen, ja, und ich glaube, dass da oft von dem her ganz andere Konzepte im Kopf sind, und das ist aber auch genau der Grund, warum ich finde, ja, es ist total wichtig, sein eigenes Land zu kennen. Wobei ich finde, Österreich ist auch gut, wenn man Österreich kennt, aber ich fände es irgendwie besser, wir würden uns mehr als Europäer verstehen und Europa bereisen, als wirklich nur vor der eigenen Haustür. Weil das hat was für mich mit Offenheit zu tun und mit Horizont. Mhm. Ja. Und darum finde ich, ist Reisen so, so wichtig, auch in die Ferne. Es geht um den kulturellen Austausch. Ja. Es geht darum, sich kennenzulernen. Ja. Und das ist halt einfach auch ein Aspekt, den ich im klassischen Tourismus oft vermisse. Ja. Mhm. Ich kann mich erinnern, wie ich vor einigen Jahren bei einer Podiumsdiskussion, das war die Abschlussveranstaltung von der Tourismusschule in Wien. Der hat einen Event organisiert und zum nachhaltigen Tourismus und hat unter anderem mich eingeladen. Und auch jemanden, ich weiß es nicht mehr, ich gebe es zu, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, es war Jumbo-Touristik oder so. Mhm. Ein Asien-Spezialist von uns. Ja. Und der Produktmanager ist gekommen und erzählt, dass er in Asien war und in einem Dorf war und auf einem Hocker gesessen ist und zum ersten Mal dort den Einheimischen begegnet ist auf Augenhöhe, weil wie war er sonst in Asien? In den Luxushotels, die er verkauft, die europäisches Essen anbieten, europäische Standards haben. Mhm. Wo wir wieder bei der Austauschbarkeit sind, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Ja. Und ich habe mir gedacht, der merkt eigentlich nicht einmal, wie absurd das ist, was er gerade sagt. Und sie hatten damals eine Kooperation mit einem sehr engagierten, nachhaltigen Reiseveranstalter aus Südindien, der eben probiert hat, die Gäste zu sich hinauszubekommen und da irgendwie sozusagen auch Geld und ein Leben zu ermöglichen und so. Ja. Und ich habe mir gedacht, ja, aber das ist doch so ein Armutszeugnis, wenn der Produktmanager von einem Fernreiseveranstalter erzählt, was das für eine tolle Erfahrung war, die er einmal gemacht hat, nach, weiß nicht, 20 Jahren schon diesen Beruf ausübend. Ja. Und ich denke mir, diese Form des Tourismus führt uns nicht weiter, die bringt uns nicht weiter. Die nützt
niemanden was. Die verbraucht Unmengen an Ressourcen. Und die wird auch nicht mehr gefragt sein in Zukunft in Wirklichkeit, oder? Also man sagt zu mir immer das Argument, es kommt niemand ins Reisebüro und sagt, man möchte bitte eine nachhaltige Reise buchen. Niemand macht das. Aber es möchte trotzdem kaum dann... Kaum jemand, sagen wir mal so. So ja, gut wie niemand. Aber man möchte trotzdem die Qualität haben. Und also ich bin ja persönlich der Überzeugung und dürfen mich dann gerne korrigieren, wenn Sie anderer Meinung sind, aber ich bin der Überzeugung, dass es, wenn das Produkt, die Qualität stimmt, dann ist es in den allermeisten Fällen auch in ganz vielen Aspekten nachhaltig. Ja. Nicht in allen immer, ja, manchmal aus strukturellen Gründen ist nicht notwendig, also nicht möglich, aber so wie wir anfangs gesagt haben auch, ne, also es ist, ich sehe das auch als einen Prozess, man muss nicht alles sofort haben, man ist nicht entweder nachhaltig oder nicht nachhaltig und wenn ich das Umweltzeichen noch nicht habe oder eine andere Zertifizierung, dann bedeutet das nicht gleich, dass ich nichts nachhaltig mache. Nein, genau. Ja. Das gehört auch zu den Dingen, die ich sehr spannend finde. Sehr viele Leute machen etwas sehr Nachhaltiges und sind sich dessen nicht bewusst. Ich kann mich auch erinnern an eine Veranstaltung Wirtschaftskammer, wo Reisebüros eingeladen worden sind für einen gemeinsamen Messestand, den man sich mit der Wirtschaftskammer dann halt auch wirklich gut leisten hat können. Und wir haben uns da so kurz alle vorgestellt und neben mir sitzt eine Busunternehmerin, die hat eben ein Reisebusfirma, Reisebüro mit den eigenen Bussen. So. Und ich sage, ich mache nachhaltigen Tourismus und sie hüpft gleich einen Meter von mir weg. Das war ja suspekt. Ja, oh Gott, was man da nicht alles muss. Ja. Und dann kommst du mit dem Zeigefinger und sagst. Und ich sage zu ihr, wie fahren Ihre Kunden auf Urlaube? Die fahren doch mit dem Bus, die fliegen ja nirgends. Ich meine, da haben sie ja vom CO2-Ausstoß der An- und Abreise schon mal einen enormen Vorteil. Mhm. Und sie irgendwie so, aha, na, das habe ich nicht gewusst. Ja. Aha, also was richtig, also loben, oder? Also loben statt Zeigefinger. Und das ist, was mir öfters aufgefallen ist, ist also gerade bei den Bustouristikern, ja, warum? Das Warum fand ich sehr spannend, weil wir irgendwie am Schirm haben, Autofahren ist böse. Bus ja, gut, ist ein großes Person, Auto. Ja, weil eine Person drinnen sitzt und in jedem Auto fährt ein Mensch und in einem Bus fahren halt, wie viel passen da rein? 60 oder so? Oder 40? Keine Ahnung. Und, und ich kann mich erinnern, ich bin noch Mitglied seit vielen Jahren im Forum Andersreisen, dem deutschen Unternehmensverband für nachhaltige Tourismusunternehmen. Wie schwierig es war und wie viel wir uns alle den Mund fußlich geredet haben und irgendeinen Busreiseveranstalter als Mitglied zu gewinnen. Mhm. Spannend. Ja. Also und da, insofern glaube ich, manchmal braucht es gar nicht so viel. Ich war zum Beispiel gestern in der Berufsschule für Reisebüros und in der dritten Klasse und habe sie gefragt, nachdem ich sie gebeten habe, dass sie eben nachhaltige Reisen schauen, dass sie einfach schauen, was sie finden, was es denn schon gibt, was man im Reisebüro verkaufen könnte. Und habe sie dann gefragt, ob sie Unterschiede entdecken konnten zwischen dem, was sie verkaufen und dem, was sie da gefunden haben. Und sie haben gesagt, nein, eigentlich nicht. Und ich habe sie jetzt gebeten, dass sie mir Reisen ausarbeiten, nachhaltige. Ja. Und die ersten sind schon gekommen und ich habe mir die angeschaut. Und ich habe mir gedacht, ja, es ist witzig, weil auf der einen Seite der Unterschied ist wirklich sehr, sehr klein. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, so ganz verstanden haben sie noch nicht, worin er aber liegt. Ja, na gut, kann man ja noch das aufklären. Ist, also das ist tatsächlich ganz, ganz schwierig. Und ich denke mir, wenn dann nicht in der Ausbildung sehr, sehr, sehr viel mehr Augenmerk darauf gelegt wird und das nicht genauso selbstverständlich ist, wie man Flugpässe mussten sie noch lernen. Ja, glaube ich, dann wird es einfach schwierig. Und was anderes, was so dringend notwendig wäre, ist, dass man im Reisebüro mit derselben Leichtigkeit Zugtickets buchen kann wie Flugtickets. Das ist ein guter Übergang. Jetzt noch, bevor wir in die Diskussion gehen, weil uns interessieren ja auch die Meinungen und Erfahrungen von Ihnen allen. Was kann ich denn jetzt konkret tun? Also was braucht es denn? Wenn ich jetzt sage, okay, ja, ich bin jetzt überzeugt, nachhaltig ist sicher wichtig. Nische, aha, ist keine Nische, ist der Zukunftstrend, habe ich verstanden. Was kann ich jetzt konkret tun? Wo kann ich anfangen?
Möglichkeiten gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele. Zuerst, glaube ich, wäre es wahrscheinlich am einfachsten zu schauen, was es schon gibt. Also, oder auch einfach mal herauszufinden, was sind denn die Kriterien für eine nachhaltige Reise, worum geht es denn? Mhm. Und ich glaube, da, wo man am besten anfängt, hängt wirklich sehr vom Reisebüro ab. Was für eine Art von Reisebüro ist man denn? Ja? Mhm. Und wie sehr will man sich neu erfinden? Mhm. Ich sage derzeit, kenne ich nur eine einzige Form des Reisens, die mit Nachhaltigkeit nichts zu tun hat und Lichtjahre entfernt ist, und das ist Hochseekreuzfahrten. Ja, Hochseekreuzfahrten und Nachhaltigkeit geht sich einfach nicht aus. Geht sich nicht aus. Was jetzt nicht heißt, dass ich sage, es dürfen keine Kreuzfahrtschiffe unterwegs sein. Es geht sich nur einfach im Moment wirklich nicht aus. Ja. Das heißt, wenn man ein Reisebüro ist, das sich auf diesen Bereich spezialisiert hat, wüsste ich jetzt nicht, wo man anfängt sozusagen, außer sich zu denken, naja, hoffen wir, dass auch die Kreuzfahrtschiffe eines Tages anders betrieben werden und schonender mit den Ressourcen umgehen, als es derzeit ist. Aber da sind die Möglichkeiten sehr bescheiden. Ja. Weil wenn die Kreuzfahrt in Übersee startet, werde ich die Leute auch nicht bodengebunden hinschicken können. Ja. Stimmt. Also von dem her hängt es wirklich sehr davon ab. Aber ich würde wirklich einfach mal empfehlen, auf einige Websites zu gehen, wie zum Beispiel NFI, Respect, nachzuschauen, was steht denn da, was wird denn da angeboten. Und es gibt auch verschiedene Siegeln, und wenn man sich für die Siegeln anfängt zu interessieren, dass man sich selber auszeichnen lässt, kann man schauen. Und es gibt für Reisebüros, die jetzt wirklich nur Vermittler sind, gibt es auch ein Gütesiegel, das ist CSR Tourism oder CSR Tourism. Das kommt aus Deutschland, und die haben ein Siegel entwickelt nur für Reisebüros. Das ist relativ wenig Aufwand und sehr kostenschonend, weil Und gerade jetzt in der Krise. Genau, weil kann man schon damals klar war, dass als Vermittlerreisebüro, das muss so billig sein. Sonst rechnet sich das nie. Und das Schöne bei diesem CSR Tourism, das gibt es auch für Veranstalter, für Destinationen, für Hotels, ist, dass es ein Prozess ist. Das heißt, die holen dich ab, schauen, wo stehst du, sagen, okay, gewisse Mindeststandards musst du einhalten. Das fängt aber schon an bei einem Umweltbewusstsein fürs Büro. Mhm. Ja, und ich sage mal, bei einem Menschenrechtsbedürfnis natürlich auch, wobei bei uns die Arbeitsbedingungen eh so geregelt sind, dass das halt bei uns tatsächlich üblicherweise kein Problem ist, solange alles legal rennt. Ja, genau. Aber halt in den Destinationen, also dass man da bei der Auswahl einfach drauf schaut. Und die, mit denen kann man sich auf den Weg machen, und die Sache dabei ist ja, das ist ja nicht so, das macht man einfach und dann ist erledigt, sondern eigentlich ist es eine Sache, man fängt damit an und dann geht man immer weiter. Ja, stimmt. Der erste Schritt ist der wichtigste. Ein letzter Punkt noch, der mir persönlich immer sehr am Herzen liegt, und das ist die Nachhaltigkeit, ob die nicht, vielleicht auch die Frage, ob die nicht in den Beziehungen auch steckt. Also, dass ich sage, ich habe nachhaltige Beziehungen, die ich gut pflege, auch eine nachhaltige innere Einstellung zu meinen Partnern, zu auch neuen Möglichkeiten finden. Wie siehst du das? Kann das ein Schlüssel sein, wenn ich sage, mehr Solidarität? Ich schaue auf positiv in die Zukunft. Ich gehe mal davon aus, der Markt ist groß genug für uns alle. Ich fahre nicht die Ellbogen aus. Und ist das noch ein zusätzlicher Schritt, wo ich sage, kann ich nachhaltiger werden? Ja, mit Sicherheit. Wobei, da ist meine Erfahrung, dass sehr, sehr viele Reiseveranstalter sehr darauf bedacht sind, gute Verträge mit ihren Partnern vor Ort zu haben, weil sie ja angewiesen sind auf die. Ja, damit ich als Kunde zufrieden bin, muss die Agentur vor Ort liefern, was mir der Veranstalter verkauft hat. Ja. Von dem her sind die von Haus aus natürlich bemüht drum. Ja. Aber es ist halt sozusagen schwierig, weil es gibt halt einfach große kulturelle Unterschiede. Und von dem her, welche Werte wertgeschätzt sind oder wie drücke ich Respekt aus, ist halt von Land zu Land und andere Länder andere sind. Na, auch von Bundesland zu Bundesland offensichtlich. Manchmal auch, also, ist da Österreich jetzt, wenn wir schauen auf den Österreich-Tourismus und sagt, das kann uns irgendwie retten, also einige, wie du sagst,
im Sommer die Hotels an den Seen, die waren natürlich besser, hatten bessere Startbedingungen. Aber gibt es da auch die Möglichkeit, da noch etwas nach innen zu schauen, jetzt in Österreich, und zu sagen, auf den verbindenden. Genau, auf diesen verbindenden Gedanken und also, Kooperationsmöglichkeiten. Ich glaube schon, nur dass dazu braucht es halt beide Seiten. Dazu muss auch das Hotel sagen, ja, ich möchte mich gerne kooperativ und solidarisch zeigen. Ja, großes Thema. Also das ist ja jetzt nicht so, dass Reiseveranstalter dauernd nur probieren, irgendwen über den Tisch zu ziehen. Ja. Also das funktioniert, glaube ich, nicht. So kann man nicht lange Geschäfte machen. Ja. Aber es braucht sozusagen immer beide Seiten. Und also ich kenne das schon aus Erzählungen, Gott sei Dank, nur das liegt aber unter anderem daran, dass ich keine Gruppenreisen habe. Und zwei Leute bringt man schnell wo unter. aber ich kenne das schon, dass dann der Guide mit seiner Gruppe im Hotel einchecken will und es gibt keine freien Zimmer. Und das, obwohl die Agentur, keine Ahnung, 20 Jahre mit ihnen zusammengearbeitet hat. Manchmal waren es auch nur 4 Jahre. Ja. Mhm. Die haben nichts per se falsch gemacht in ihrer eigenen Wahrnehmung. Irgendwo scheinbar schon. Irgendwas muss falsch gelaufen sein. Nur das Was muss man mal herausfinden. Mhm. Ja, das ist ganz schwierig, weil man kriegt sie, die reden ja dann mit einem in der Regel nicht mehr. Also kann man auch nicht herausfinden, was es war. Ja. Und ja, also beim paar Fällen habe ich so ein bisschen nachgefragt und ich glaube, es gibt ja gleich auch genug Hoteliers, die sich denken, der zahlt mir mehr, dann lasse ich den rein. Mhm. Nämlich, auch das hängt immer davon ab, wenn man eine Gegend ist, die mit Massentourismus zu kämpfen hat. Ja klar, ist die Problemlage ganz woanders. Ja. Und klar, ich glaube, das ist eines der Dinge im Tourismus, dass es ist eine derartig komplexe Materie. Und es greift in alle Lebensbereiche hinein. Wir haben zu tun mit Verkehr, mit Transport, mit Bildung, mit Lebensmitteln, eben Landwirtschaft, auch Kultur und wirklich einfach alles. Ja. Und es ist so komplex, dass man auch nicht sagen kann, das ist gut, das ist schlecht. Ja, ich sage auch immer, das ist so ein bisschen ein komprimiert, das ganze Leben komprimiert auf 2 Wochen. Ja. Da hat man alles drinnen in so einem kleineren Kontext, ja, was man im Leben auch so braucht, ja, und wo Nachhaltigkeit drinnen stecken kann oder eben auch nicht. Das heißt, es tut gut, rauszuzoomen in eine Metaperspektive und einmal ein bisschen zu schauen, weg vom eigenen vielleicht, auch wenn es sehr schwer fällt, gerade in Zeiten, wo Existenzangst natürlich eine große Rolle spielt, aber ein bisschen rauszuzoomen und zu sagen, okay, wenn ich mir das große Ganze anschaue, kann ich jetzt lenken und dann gibt es durchaus Möglichkeiten. Auf alle Fälle. Möglichkeiten gibt es immer. Sehr gut. Gerade heute die Einladung gekriegt für eine virtuelle Roadshow, wo verschiedene Tourismusunternehmen kommen und wo man dann scheinbar wirklich 3D-mäßig sich über den Bildschirm spannend. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das mir im Detail anzuschauen. Ja. Digitalisierung Aber ich glaube, durch diese Krise haben wir alle sehr viel gelernt, mit diesen Dingen umzugehen. Eben auch hier einen digitalen. Ja, das mit dem Wein und dem Anstoß funktioniert noch nicht so gut. Und das Grüppchenbild oder so. Ja. Ich sag dir was, ich bin eingeladen worden zu einer Sitzung. Ich habe da leider keine Zeit gehabt zu dem Termin. Da musste man sich anmelden, weil man hat ein kleines Fresspaket gekriegt mit regionalen Produkten, inklusive Wein und Essen. Aber das ist und eine irgendwas. Nette Idee. Und dann hat man eben tatsächlich gemeinsam gegessen und getrunken nach der Sitzung. Und alle hatten quasi dasselbe, mehr oder weniger. Ja, das ist großartig, also, das ist eine gute Idee, ich werde das gleich notieren. Und, und das finde ich eben so nett, unser Bedürfnis nach Nähe in Zeiten von Distanz ist ja trotzdem da und wächst, glaube ich. Und wir Menschen sind sehr kreativ und finden Lösungen. Und rauszoomen in Zeiten von Not ist das Allerbeste. Gelegentlich rauszoomen kommt immer gut, aber das ist ja genau das, was Feuerwehrmänner lernen. Ja? Ganz langsam gehen, so, also
Ja, nichts übereilen, nicht schon sagen, ich habe die Lösung, nicht, bevor ich überhaupt in der Krise angekommen bin. Bekommen, weil sie schon so hineingezoomt werden, ja. Sondern den Überblick behalten, damit man nichts übersieht und nicht umkommt. Ich bin froh, dass du das sagst, weil dir kann man nicht vorwerfen, dass es dich hier nicht betrifft und du davon außen jetzt leicht reden hast. Ja, das ist natürlich, das fällt schwer, ja. Da braucht man es fällt total schwer und das, was ich halt wirklich aus eigener Erfahrung weiß, wenn die Existenzängste so groß sind, dass man nicht mehr weiß, wie man überleben soll, ist es noch einmal ganz besonders schwierig zu sagen, okay, ich tue das jetzt weg. Aber auch ganz besonders notwendig. Aber auch da ist es ganz besonders notwendig zu erkennen, jetzt im Moment sitze ich hier bei meinem Schreibtisch und atme und lebe und es ist alles gut. Mhm. Also ich falle jetzt nicht tot um in der nächsten Sekunde und es kommt doch niemand und köpft mich, weil ich irgendwelche Rechnungen noch nicht bezahlt habe. Also jetzt im Moment ist gut und man muss sich eben die Gegenwärtigkeit bewusst machen, jetzt alles ausblenden, rauszoomen, schauen. Mhm. Da kommen gute Ideen, kann ich sagen. Auch das weiß ich aus Erfahrung. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir machen einfach die Diskussionsrunde auf. Wir